Singa Muchachos, da sind wir wieder, eure Losers, ich bin der Deko und wir nehmen wieder Outlast auf, und zwar den Whistleblower DLC mit meiner Freundin Lisa. Hallo! Genau, wir starten auch mal direkt die erste Folge. Wow. Wait. Fortfahren. Jetzt hätte ich fast ein neues Spiel gestartet, das wollen wir nicht. Ich weiß gar nicht ganz genau, wo wir stehen geblieben waren. Naja, wir werden es gleich wieder sehen. Auf jeden Fall spielen wir den Mitarbeiter von... Okay, wir haben schon Mitarbeiter gespielt von der Firma hier und wurden eingewiesen. Und dann ist der Warrider ausgebrochen und macht alles kaputt. Und wir versuchen jetzt zu fliehen. Ich würde sagen, auf geht's. Was haben wir hier Schönes? Eine Tür, die möglicherweise eine Möglichkeit wäre. Hier ist ein kaputter. Spiegelzerbrechen bringt Pech. Aha, das Schild auch. Was macht der Kollege da drüben? Können wir das sehen? Ist der. Der ist. Ach, ist das nicht dieser verrückte Professor-Typ? Das Ding hier spielt ja quasi gerade vor dem originalen Outlast-Spiel. Please. Ich würde sagen, das sieht auf jeden Fall schon mal nicht so schön aus. Und ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt reingehen will. Beziehungsweise eigentlich will ich da garantiert nicht reingehen, aber... Halt steil, da sind noch ein paar Scheibchen zu öffnen. Ich würde gerne noch einen Blick auf die werfen. Aber ich fürchte... Das können wir nicht. Oh, alles am Boden. Da ist eine Tür, da können wir nicht raus. Aha. Na, das ist er doch, oder? Wow. Don't you look at us. I love him. Okay. Keule. Das ist auf jeden Fall der verrückte Typ. Wo müssen wir hin? Dein Handy gerade übrigens gedingst. Ja. Sehr professionell. Einmal die vorherige Aufnahme. Sofort ein Handy mit rein. Sei es applaudiert. Da musst du aufstehen und von der Kamera weggehen. Das ist auch nicht professionell. Tja. Wait. Mach mir keine Angst hier, Kollege. Wo müssen wir links? Hier? Das sieht nicht schlecht aus. Wir speichern. Das ist auch des Öfteren kein gutes Zeichen. Mal gucken, was passiert. Nichts mehr. Ich dachte, die melden sich jetzt nochmal. Ob wir abstürzen oder so. So. Was haben wir hier? Dürfen wir durch? Ne, wollen wir durchfilmen? Nur einen dunklen Gang, niemand drin. Wenn hier so Betten querstehen, ist es auch meistens kein gutes Zeichen, denn das heißt, wir müssen vor irgendwie wegrennen, nicht? Ich weiß nicht wohin. Oh fuck, hier ist er. Ich weiß auch nicht wohin! Ich bin wieder da, wo wir hergekommen sind. Ich auch nochmal im Kreislauf zurück.
Oh Gott. Irgendwo hier rechts. Jetzt hier rechts. Ah, fuck, ist immer wieder da! Nein! Oh, aber ich hab's auch gewusst, Muchachos. Was zum Springen? Wir müssen gleich rennen. Ich hab's geahnt. Okay, nochmal. Aber irgendwie, ich glaube, die Tür war schon nicht schlecht. Denkst du noch in eine andere Richtung? Wir gucken mal, ob es da vielleicht in die andere Richtung besser ist. Ansonsten, weiß ich auch nicht. Müssen wir noch ein paar Mal im Kreis laufen. Mal uns umgucken. Okay. So, hier ist er. Oh, da kommt er. Und wir laufen. Wir laufen. Wir laufen und... Hier. So. Lassen Sie mich in Ruhe. Hier ist schon bald besser. Glaube ich zumindest. Hm. Vielleicht stehe ich wieder vor dem Typen, oder was? Hier muss ich nicht durch. Oh. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ist auf jeden Fall hinter uns jetzt. Er jagt uns hier. So. Weiß ich, keine Ahnung, was wir hier vorhaben. Und wenn nicht, was bringt es uns, dass wir hier sind? Du musst ja handeln. Ja, das, Handschellen kaputt kriegen war jetzt auch schon meine erste Intention, nur ich hatte jetzt gedacht, vielleicht muss ich ihn hierher locken und dann kommt so eine Filmsequenz, wo er nach mir schlägt mit seiner komischen Kreissäge und die Handschellen oder den Arm einfach durchhackt, aber wobei er musste die Handschellen treffen. Hm. Aber offensichtlich folgt er irgendwie drüber nicht. Was bedeutet? Wo ist der Herr Doktor? Wo muss ich hin? Okay, also den Gang runter ist, ja. Ich weiß ja irgendwo, es ist, kann doch nicht so irgendwo angehen. Ja, oh. Unsere Batterie ist am Blinken, wir haben nur eine. Ich weiß gar nicht, was man machen soll, wenn die Batterie gleich alle ist. Komm schon, geh weg. Rausgegangen? Ja. Ah. Lol. Okay. Der will mir ein Geheimnis erzählen. Der will mir seinen Hasen zeigen. Glaube ich, so sieht das nämlich aus hier. Ich will hier mal gucken.
Wurde jetzt jemand hier die Tür eingeschlagen? Hier können wir uns verstecken. Ich glaube, der irre Professor ist wieder hier irgendwo. Wir haben auf jeden Fall den Schlüssel und ich glaube, der Schlüssel ist dazu da, um die Handschellen zu öffnen. Okay, das war die richtige Richtung. Oh fuck. Jetzt weiß ich, wo wir sind. So, wir müssen jetzt irgendwo hin. Irgendwo ist er hin. Hier haben wir nix, nur ein paar Spinde zu verstecken, falls es nötig wird. Da könnte gleich der Herr Doktor wieder rauskommen. Oh. Okay, okay, wir müssen da lang. Ich habe ja so ein bisschen. Wow! Mach auf! Mach auf! Mach uns auf! Okay. Irgendwie kein Ausweg, ne? Ich weiß auch nicht hundertprozentig, wo ich dann, wenn ich jetzt eher zu ihm zurück war. Exit wäre nur zu schön. Versuchen wir es mal. Natürlich nicht. Okay. Sind wir, glaube ich, erstmal sicher vor ihm. Theoretisch. Jetzt fühlen wir uns hier fast wie ein Assassin's Creed hier. Mit den ganzen Dingern hochklettern. Hä? Jo. Nö. Ah. Okay. Das war der, dieses Gespenster. Ich weiß nicht, ob du das Let's Play gesehen hast. Das Gespenst aus der letzten Folge? Das ist meine Freundin. Meine Videos an? Nein, natürlich nicht. Dann wüsstest du jetzt Bescheid. Weißt du? Aber weißt du eben nicht. Da ist die Batterie. Ich will die Batterie haben. Geben Sie mir die Batterie. Okay. Hier ist wieder dunkel. Schatz, was sollen wir tun? Geh weiter. Was du nicht sagst. Aha. Ich habe die Batterie. Guck mal. Ich habe Feuer gefunden.
Ach, lass mich doch mal in Ruhe. Wo pimmelt der Typ jetzt wieder rum? Kann ich irgendwo rein? Nee. Der ist doch hier schon irgendwo. Okay. Noch eine Batterie? Lassen Sie mich in Ruhe! Ich glaube, ich muss laufen. Okay, jetzt muss ich mal hier. Wo ist er? Er ist weg. Jetzt speichert wieder. Toiletten. Look what you see. Who am I? Idiot. There. Now you see. Now. Okay. Ja, einfach weiter. Wir schließen mal die Tür. Als hätten wir nichts gesehen. Das ist zu. Hier ist offen. Wir laden die Batterie nach. Okay, in der Luftschleuse ist Gas. Natürlich auch nicht so praktisch. Ich muss niesen. Ich darf nicht niesen. Eine Akte. Ach, mir wurde nämlich gesagt, ich soll nur die Notizen vorlesen. Bitte nicht darum, meinen Leichnam zu sehen, Lisa. Wenn ich sterbe, wenn du mit den Klagen durch bist und du dieses Material aus den Händen von Murkows Anwaltsarmee und angeheuerten Auftragsmördern loseisen kannst, dann lass sie dir nicht meinen Körper zeigen. Beerdige ihn oder verbrenne ihn. Lass meine Söhne sich nicht an mich als Ganzes erinnern. Der Mann ist Menschenfleisch. Er sieht mich an und ich sehe Wut. Ein wenig Verlangen, aber mehr als alles andere Hunger. Lass dir nicht meinen Körper zeigen. Oha. Lisa oder wer auch immer das hier findet, seid ihr bewusst, dass Murkows Monster erschafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Der Antrieb. So viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendetwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder. Sie waren krank, aber keine Killer. Murkow macht sie zu Monstern. Dr. Rosette sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen. Die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendeine Vorhersage machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter. Rauls endloses Gerede. Ich hätte zuhören sollen. Okay. Mir wurde nämlich gesagt, ich soll die Notizen vorlesen, aber nicht die Dokumente. Und das ist eine schlechte Idee, würde ich sagen. Oh. Ja, jetzt hast du da eine Tür. Alles gut. Hier könnte man sich da verstecken. Wo geht's hin? Nicht. Jetzt auch das Gas abstellen. Ja, das ist das Ziel am Ende. Aber erstmal muss ich irgendwie einen Gashahn finden.
Schade. Ich dachte, ich könnte hier nochmal die Tür holen. Wo war denn Gashahn? Ich muss wieder irgendwas wegrennen, oder nicht? Seite. Hat sich, kann mich hier irgendwo hin, weil es ist gerade nur Zufall, dass wir es gefunden haben. Am Ende komme ich wohin, aber wäre ich hier sonst nicht hingekommen? Doch, wäre ich. Okay, hier ist zu. Was ist mit diesen Nummern da? Das eine war doch an. Ja, das habe ich auch mir gerade gedacht. Andererseits wollte ich auch nicht wieder zurückgehen. Und nochmal nachgucken, welche das war. Da vorne, das was klingt, oder nicht? Klingt das? Klingt ja jetzt? Oh. Oh nö. Ehrlich? Ach, ich kann ihn ja hier. Nicht schon wieder. Okay, wir haben 22 Minuten. Eigentlich müsste ich jetzt zu den nächsten Safe Point finden. Aber wir sind den Typen ein weiteres Mal losgeworden. Das ist ja schon mal was. Wir haben noch nicht das Gas ausgestellt, aber... Wir sind die verrückten. Oh. Ich will nicht stehen bleiben. Was war das denn mit? Leuchtet eine Lampe? Leuchtet eine Lampe, oder? Nee. Danke, aber nein, danke. Okay, das sieht auch hier nach irgendeiner technischen Einrichtung aus. Hau ab, das ist mein Platz. Machen das Gas aus hier. Kohle. Kann ich jetzt durch oder kann ich nicht durch? Okay, er speichert, Muchachos. Wir hören den fleischfesselnden Kannibalen-Doktor wieder. Und ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. Wie fandest du's? Cool. Wie immer. Wie immer. Es war wieder ziemlich viel Gejage, ziemlich viel gehetzt, hat aber Spaß gemacht. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch auch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen, Muchachos. Bye, bye.